Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Going Medieval. Wir starten direkt ins Spiel. Irgendwas Besonderes gibt es nicht zu berichten. Wir müssen noch ein kleines bisschen heilen. Wir hatten einen Angriff vor einer Zeit. Ist aber auch schon wieder ein bisschen her, deswegen alles easy. Wir versuchen jetzt unsere Festung weiter noch zu schließen. Wie schaut das eigentlich aus jetzt mit dem Eisen? Haben wir jetzt hier schon was? Nee, nicht wirklich. Also irgendwo lag schon irgendwas drinnen. Irgendwo lag schon ein bisschen Eisen drinnen. 9. Hier, das war's. Ja, Dragner ist tot. Habt ihr inzwischen sicher mitbekommen. Ganz klasse, ganz klasse. Und, Ideen habe ich mir aber immer noch nicht geholt, wie wir das Ganze optisch ein bisschen schöner machen können. Aber auch nicht so wichtig. Einen gewissen Plan habe ich ja. Siedler sind verärgert. Live. Geht doch einfach ins Bett. Verzweifelt, durstig. Wir müssen Sachen erforschen. Wir brauchen dringend noch das Brauen. Ich würde eigentlich auch gerne mal so eine Mission hier, so ein Handelsding hier einfach ausprobieren, aber... Ah, gucken wir mal. Wird schon alles irgendwie werden. Wird schon werden. Oh, bin ich heute lauter als sonst? Schlägt hier so aus, mein OBS. Ich glaube, ich drehe mich mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Aber irgendwie... immer noch... Schlägt mein Audio-Mixer von OBS so aus. Ich hoffe, so ist es besser. Gut, war denn irgendwas im Keller eigentlich zu erledigen? Ich weiß es schon nicht mehr. Ne, da haben wir noch. Allerdings keine Medizin. Essen ist mehr als genügend vorhanden. In 4 Tagen geht der Winter los. Und jetzt haben wir tatsächlich die Mauern fast komplett geschlossen. Und da ist die erste Tür fertig. Komischerweise die Tür. Und hier lag das erste Eisen. Auch ein bisschen seltsam, oder? Aber gut. Mauern gleich zu tatsächlich. Richtig gut. Richtig gut. Dann ist nur die Frage, was bauen wir als nächstes? Am liebsten wäre mir, dass ich hier direkt eine zweite Schicht Mauern anfange. Auch wegen dem Übergang dann. Warum würde ich 2 Reihen Mauern haben? Ganz easy, wenn wir bauen dann drüber einen Weg, dass wir drauf rumlaufen können. Mir fällt jetzt der richtige Name nicht ein. Sollte dann aber Katapulte und sowas kommen und die schießen hier so ein Teil weg, würde der Weg unter Umständen einbrechen. Also meistens geht dann nicht nur eine Mauer kaputt, sondern so 2, 3, 4 Mauern nebeneinander. Dann würde der ganze Weg einstürzen. Haben wir 2 Mauern hintereinander, ist das Ganze ein bisschen besser befestigt. So, okay, bis auf 2 Teile haben wir alles. Dann würde ich jetzt doch gerne noch anfangen, die Kirche zu bauen. Ich überlege gerade, bauen wir die aus Lehm? Einfach nur, damit wir mehr Variation reinbekommen. Aber Lehm ist irgendwie halt kacke. Nee, wir bauen sie aus Holz. Mach mal genau so groß hier. Kirche wird ein bisschen üppiger. So, dann bauen wir hier auf jeden Fall eine Tür rein. Überleg nur genau, wie wir es ganz genau machen. Nee, wir machen es nicht. Die Tür kommt nicht hier rein. Hier bauen wir eine Wand rein. Die Türe kommt hier rein. Aber auch nicht da oben.
So. Dann machen wir auf jeden Fall noch ein paar Fenster. So, und dann ziehen wir hier beim Boden drüber. Und wir bauen hier schon mal eine Treppe hin. Da. Und da kommt nämlich dann, weil wir haben ja zwei Kirchen. Und die zweite Kirche kommt direkt drüber. Da werden wir dann allerdings mit Holzbalken und Pfosten wahrscheinlich arbeiten müssen. Gab's nicht. So dünne. Ah nee, das war RimWorld, glaube ich, wo es so dünne Deckenpfeiler quasi gab. Forschen wir gerade? Ich glaube nicht. Nein, wir forschen gerade nicht. Wir sind bei Rado wahrscheinlich bei der Landwirtschaft. Ich hätte jetzt gerne mal bitte Braun. Das sind 15. Rado schon wieder am Forschen? Gut. Immer live. Hässliche Ausstattung, verzweifelt durstig. Aber Deko oder so, so richtige Deko haben wir halt noch nicht, gell? Lagermenge. Zählt das jetzt auch als Deko? Nee. Weiß gar nicht, wo war denn dann die Deko überhaupt drinnen? War das hier unter Müßiggang? Oder hier? Weiß es gar nicht. Sehen wir dann, wenn wir die erste Deko haben. Wir nehmen schon mal den hölzernen Eichenbrüderschrein. Und den verlagern wir schon mal hier mitten rein. Dorfbewohner sind untätig. Mika. Was machst denn du normalerweise, Mika? Redekunst, Nahkampf, Schneidern, Kochen. Ja, da bleibt gerade nicht so viel. Wir könnten dabei noch sagen, ein paar Bäume fällen. Ich glaube, Bäume fällen hat theoretisch jeder drinnen. Na, da fehlen noch die letzten zwei. Eine Handelskarawane kommt. Na, dann gucken wir mal. Wieso scrollt der da unbedingt sofort hin? Die Tür ist immer noch nicht fertig. Hier auch nicht. Haben wir denn noch Eisen? Nein. So, jetzt müsste ich mich erinnern, wo wir das letzte Mal das Eisen hatten. Eins war relativ nah an uns dran, ein Vorkommen. Es war aber auch nicht besonders groß, glaube ich. Oder haben wir das schon weggehauen? Okay, dann war, glaube ich, auch eins irgendwo hier drüben. Da. Machen wir mal so. So, Händler, wo seid ihr? Hier. Okay, dann Mika. Geh. Na, okay, wir schlafen erst. Nevex ist heute 32 geworden. Ne? Fast schon das echte Leben eingeholt. Aber nur fast.
Okay, hier haben wir alles noch ein bisschen. Ja, ich glaube, die Bäume hier unten, die brauchen wir noch nicht. Was haben wir denn hier? Lehm, das heben wir mal auf. So, Mika ist wach. Dann Handel bitte. Tauschhandel vor allen Dingen schon wieder. Eisenklumpen. Ja, die will ich haben, nicht hergeben. Du gibst uns Karotten, Eintöpfe und Groniken. Möchte nur mal kurz was testen. Ich kann Bücher verkaufen. Was passiert da mit meinen Forschungen? Was passiert da mit meinen Forschungen? Das wäre mal interessant, weil so kriegt man natürlich seine Lager wieder leer. Weißt was? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Komm, wir geben mal 50 Bücher weg. Da bin ich gespannt, was jetzt passiert. Da bin ich gespannt. Ich will dafür. Kräuter. Immer noch die Gerste. Nehmen wir noch die Gerste. Okay, wir geben 20 her. Wir geben 18 her. Wir haben 115. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Aha. Ich muss die Bücher ersetzen. Okay, das ist natürlich doof. Also 12 mehr. Ja, machen wir mal 14 dabei. Ja, okay, dann bringt es natürlich nichts. Also wenn man so seine Lager ein bisschen leerer bekommen hätte, weil ich meine, wenn was erforscht ist, ist es erforscht. Also für was soll ich dann die Bücher behalten, gell? Aber auf der anderen Seite, vielleicht stehen ja die Geheimnisse in den Büchern drinnen. Keine Ahnung. Zwei hätten wir noch hier. Ah, der Bereich muss erst freigemacht werden. So, dann haben wir es gleich. Dann haben wir es gleich. So, erstes Gebäude ist fertig. Na und Holzbalken. Ist zu lang. Dann machen wir mal. Genau in die, das ist genau die Mitte. Wahrscheinlich nicht. Und das brechen wir mal ab. Ich setze mal. War das jetzt richtig? So hin. Nee. Nee, 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 nee. Wir machen das Ganze so. Du reißt den mal kurz ab hier. Und den Schrein, den setzen wir jetzt so davor. Dann machen wir hier links und rechts nämlich noch ein paar Backeln und so hin. Jetzt aber. Oh nee, willst mich verarschen? Okay, nee, mach mal anders, mach mal anders. Einfach nur der Optik willen. Ah, da haben wir ein Fenster, Mist. Okay, dann lassen wir's. Dann lass mal's.
So. Gut, Bäume hätten wir noch im Auftrag. Das passt soweit. Chroniken haben wir schon wieder. 4 sind verfügbar. Wir brauchen 15, haben wir gesagt. 3 machen wir noch, sind 7. Also brauchen wir nochmal 8. Nochmal 8, habe ich gesagt, also 11. 4 plus 11 sind 15, ja. Ja. Ich glaube, man merkt mir an, ich bin heute ein bisschen ruhiger. Ich habe gestern meine Booster-Impfung bekommen. Ich bin nicht ganz fit. Aber mir geht es auch nicht wirklich schlecht. Also von dem her geht es mir besser als vielen anderen Leuten. Okay, hier haben wir mal 5 Eisen drinnen. Auf der anderen Seite 9 Eisen. Wo ist denn das? Wo haben wir ausgehoben? Hier. Wir werden hier auf jeden Fall mal eine Treppe runtersetzen. Oh, zweite Tür. Zweite Tür. Okay, wir müssen mal kurz gucken. Tätigkeiten. Rado, der schreibt aber gerade. Gut, wir warten mal ein bisschen. Das Holz kommt schon. Wir müssen es jetzt auch noch nicht übertreiben. Wir müssen es auch nicht übertreiben. Weil wir könnten bei Quizzle das ein bisschen runter machen. Hilft aber ehrlich gesagt nicht so viel. Vielleicht noch bei Mika, der transportiert wahnsinnig viel. Na, lassen wir es mal so. Lassen wir es mal so. Da ist eh schon einer dabei. Nemex. Da kommt ein bisschen Holz. Er sagt auch, wir haben schon wieder genügend Holz. Also von dem her. Ich glaube, wir brauchen dann auch hier irgendwie so einen Holzboden, ja. Schön beten. Schön beten. 3 noch. 3 Bücher noch. Haben wir gleich. Ein einsamer Reisender kommt. Ja, ob der so interessante Sachen für uns dabei hat, ich wage es zu bezweifeln. Aber wer weiß, wer weiß. Also ich finde immer der Unterschied noch ein bisschen zu RimWorld. Bei RimWorld habe ich mehr zu tun. Ich mag diese Vergleiche inzwischen zwischen den beiden Spielen nicht mehr so. Ich glaube, wir haben ja echt viel zu viele Äste drinnen. Weil sie sich doch relativ unterschiedlich spielen lassen. Aber es ist halt doch im Grunde genommen das gleiche Spielprinzip. Das ist so ein bisschen mein Problem. So, Brauanlage. Die darf, glaube ich, auch nicht in den Handwerksraum. Und manchmal denke ich mir, ja, irgendwie habe ich jetzt hier nicht so viel zu tun. Also RimWorld hat mehr Aufgaben, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So, Brauanlage. Wo bauen wir denn dich hin? Wir könnten dich natürlich zum Beispiel einfach hier so ransetzen. Aber ich glaube, wir bauen lieber irgendwo einen extra Braustand. Zum Beispiel hier hin, wo auch noch ein paar Bären wären. Machen wir mal so. Wir setzen da, hier. Hier und hier Balken hin. So. Und ich hätte gerne, wenn wir einen Weidenboden bauen, einfach nur, dass die ein bisschen nur weggehen. So.
Nein, so nicht. So. Und dann wollen wir zu guter Letzt natürlich noch ein Dach darüber. So. Da kommt also unser Braustand hin. Dann gibt es ab jetzt ein bisschen Bier und Wein. Also in erster Linie wahrscheinlich Wein, weil wir so viele Johannisbeeren haben. Und wenn Mika auf ist, werden wir uns trotzdem mal anschauen, was Clemens so zum Handeln hat. Vielleicht ist ja irgendwas Interessantes dabei. Aber Bücher werden wir nicht nochmal verkaufen. Haben wir jetzt gesehen, das bringt relativ wenig. Wir könnten übrigens hier schon mal den ein oder anderen im Bücherschrank so reinsetzen. So, Clement. Mika. Okay, er isst gerade was. Soll er noch machen? Unterhaltung genießen. Mika, geh mal handeln. So, du würdest uns geben Eintöpfe. Brauchen wir nicht. Kräuter. Nehmen wir mal dabei. Grober Wein nehmen wir auch einmal. Jetzt müssen wir nur schauen, was wir dir dafür geben. Leder. Können wir dir zwei gegeben? Das wäre gut, ja. Nein. Aber wir haben auch so viel Stoff. Dann geben wir dir Stoff. Kann ich dir nicht geben, oder was? Nein. Ja, okay. Wir müssen dir was Teures anbieten. Wie wär's denn, wenn wir dir... Wenn wir dir... Ich meine, den Wein saufen die eh direkt weg. Aber wenn wir dir ein bisschen Essen geben. Wir haben eh so viel Essen. Dann bist du auch überladen. So, müssen wir halt jetzt wieder viele kochen, aber das ist ja nicht das Problem. Ich glaube, ich gehe hier sowieso mal rauf, sogar auf 50. Nochmal ein bisschen höher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, auf 60 sogar. Also ich habe für mich persönlich so die Faustregel, 10 Nahrung pro Bewohner. Deswegen gehen wir mal auf 60. Okay. Dann bauen wir da mal noch ein bisschen Zeug hinein. Und zwar hätte ich gerne... Fackeln. Wo ist denn der Unterschied zwischen... Mehr Wert. Komm, machen wir es mal... Raum ein bisschen aufwerten. Dauert eh noch ein bisschen, bis wir es haben. Weil Eisen. Oh, da eine dritte Tür ist auch fertig. 1, 2, 3. Also hier auch noch. Okay. Wie guckt es denn hier hinten aus? Da ist übrigens auch Eisen. Ja, wir müssten nur hier die Treppe bauen. Nemex, könntest du mal ja, die Treppe bauen? Dann kommen wir nämlich da auch ans Eisen ran. So, mehr als genügend Eisen, das ist schon mal gut. Ist doch schon mal super. Aber liebe Leute, da ich ja auch nicht so fit bin, würde ich sagen, 25 Minuten lang für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.